Ein herzliches Willkommen zu meinem neuesten Nicknacks-Test-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder auf dem Atzenberger Online-Kanal und wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute testen wir diese Nicknack-Sorte. Wir haben diesmal Nicknack Barbecue in einer Special Edition. Wir haben Erdnüsse in einer knusprigen Teighülle mit pikanter Würzung und Barbecue-Geschmack. Aber wem erzähle ich das? Nicknacks kennt ja eigentlich jeder, würde ich mal sagen. Und ich habe auch schon mehrere Nicknack-Videos hier auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr euch für die anderen Sorten interessieren solltet. Meine Lieblingssorte ist bisher auf jeden Fall die Wasabi-Sorte. Die fand ich sehr, sehr lecker. Und heute testen wir auf jeden Fall die Barbecue-Sorte. Ja, kann auf jeden Fall auch sehr lecker sein. Wir haben eine 110 Gramm Packung. Bezahlt habe ich dafür 1,59 Euro. Und gekauft habe ich die guten Dinger bei World of Sweets. Gut, dann würde ich sagen, genug geredet, wie immer gilt auf meinem Kanal, zählt nur der Geschmack, deswegen auf mit unseren leckeren Nicknacks. So, da kommen sie raus. Jawohl. Oh, die sehen ziemlich dunkel aus. Ich zoome hinein und zeige sie euch wie immer aus der Nähe. So, schaut mal, so sehen sie aus. Okay. Oh ja, also riechen tut es auf jeden Fall auch schon. Ja doch, ich würde echt sagen nach Barbecue, okay. Mhm. Ja, also extrem gewürzt auf jeden Fall. Mhm. Aber auch extrem lecker. Und sie sind auf jeden Fall besser wie erwartet. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der große Barbecue-Fan, da bin ich ganz ehrlich. So Barbecue-Soßen und so. Geht so. Man kann sie essen, aber ich finde die jetzt nicht besonders lecker, sagen wir mal so. Aber die Nicknacks, die sind echt gut. Mhm. Ist auch so eine ganz leichte Schärfe dabei. Gut, lohnt sich jetzt allerdings nicht, die auf unserer Schärfetabelle mit aufzunehmen, aber doch, die sind wirklich lecker. Und da bin ich wirklich positiv begeistert. Würde ich mir sogar noch mal kaufen. Hm? Doch, klasse. Auf jeden Fall. Da gibt es von mir den Doppeldaumen nach oben. Absolut leckere Sorte. Falls ihr die nicht kennt, kauft die mal und probiert die mal. Und dann schreibt mir doch mal was dazu in die Kommentare, wie ihr diese Sorte denn findet. Welche ist eure Lieblings-Nicknack-Sorte? Also, die würde ich sagen, ist auf jeden Fall in meinen Top 3. Ja, vielleicht sogar die zweitbesten. Wie gesagt, Wasabi ist für mich die Nummer 1. Dann würde ich fast sagen, da kommen die sogar schon. Die sind nämlich wirklich gut. Ja, echt klasse. Ich kann sie empfehlen. Wie gesagt, von mir gibt es den Doppeldaumen nach oben. Aber es ist natürlich nur mein Geschmack. Kauft sie euch mal und schreibt mir mal in die Kommentare, wie sie euch schmecken. Seid ihr genauso begeistert wie ich oder schmecken sie euch eher nicht? Wie immer gilt, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich auf alle Kommentare und freue mich über jegliches Feedback zu meinen Videos. Okay, dann würde ich sagen, mein kleiner Test endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich, wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich gerne abonnieren, weiterempfehlen und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, morgen gibt es schon wieder ein neues Testvideo bei mir. Ihr wisst, jeden Tag ein neues Lebensmitteltestvideo beim Atzenberger. Dann würde ich sagen, bis morgen, haut rein. Ich freue mich auf euch und ciao.